Dies ist eine Gleichung ersten Grades mit einer unbekannten x. Und was wir suchen, das ist der Zahlenwert, durch welchen wir x da und da ersetzen können, damit diese Gleichheit erfüllt ist. Um diese Gleichung zu lösen, beginnen wir zum Beispiel mit: Diese 2, die links vom Ist-Zeichen alles teilt, darf man rechts rübersetzen, wo sie multiplizieren wird. Eine Zahl, die teilt, wird auf die andere Seite gesetzt, wo sie multipliziert. 2 mal diese 7, das macht 14. Und diese 14 muss jetzt noch auf diese Klammer verteilt werden. 14 mal 2x, das ist 28x. Und 14 mal 5, das macht 70. Jetzt setzen wir alle x-Terme auf eine Seite des Ist-Zeichens und die anderen auf die andere Seite. 3x steht links vom Ist-Zeichen und bleibt links. 28x steht rechts vom Ist-Zeichen, wird also links rübergesetzt und wird dort zu minus 28x. Ein Plus setzt man rüber und dort wird es dann zum Minus. Diese 70 steht rechts vom Ist-Zeichen, sie bleibt rechts. Diese 10 steht links vom Ist-Zeichen, wird also rechts rübergesetzt und wird dort zu minus 10. Ein Plus wird zum Minus. Also ist unsere Gleichung diese hier. 3x ist geblieben, 28x ist links rübergekommen und wird zu minus 28x, 70 ist geblieben und plus 10 ist rechts rübergekommen und wird dort zu minus 10. 3x minus 28x, das macht minus 25x. Und 70 minus 10, das macht 60. Jetzt brauchen wir nur noch diese Zahl, minus 25, die links vom Ist-Zeichen multipliziert, auf die rechte Seite des Ist-Zeichens zu setzen, wo sie dividiert. Einmal wird rübergesetzt und wird dort zum geteilt. Somit erhalten wir also für x minus 60 25stel. Diesen Bruch kann man aber noch kürzen, er ist gleich zu minus 12 Fünftel. Diese Lösung stecken wir am Ende noch in die Lösungsmenge hinein und die Übung ist schon beendet. Es steht einem frei, zu überprüfen, ob diese Lösung stimmt. Das heißt, wenn wir in der Anfangsgleichung x da durch minus 12 Fünftel ersetzen, dann finden wir auf der linken Seite eine Zahl. Wenn wir dasselbe auf der rechten Seite machen, das heißt, da ersetzen wir x auch durch minus 12 Fünftel, dann müssen wir dieselbe Zahl finden wie durch die linke Seite. Ich habe es überprüft, es stimmt. Wenn man x auf der linken Seite durch minus 12 Fünftel ersetzt, dann findet man diese Rechnung, die zu 7 Fünftel führt. Wenn man x auf der rechten Seite durch minus 12 Fünftel ersetzt, dann findet man diese Rechnung und die führt ebenfalls zu 7 Fünftel. Also ist unsere Antwort richtig.